Moinsen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Kingdom Come Deliverance. Wir sollen jetzt, nachdem wir in der letzten Folge mit der Herren gesprochen haben oder als wir über die Geschehnisse in Scarlet berichtet haben, sind jetzt wohl andere Einwohner aus Scarlet hier angekommen und da sollen wir mal schauen. Hoffentlich ist da wer dabei, den wir kennen. Vielleicht ist Bianca dabei. Aber angeblich haben wir ja gesehen, wie Bianca ermordet wurde. Gib dich über die Treppe. Hier können wir uns zumindest verteidigen. Gib dich zum Wehrgang und sprich mit Hauptmann Robert. Wer hat gemeint, wie? Das hier. Oder ist das hier? Private Bereiche. Okay, ich sag nichts. Müssen wir einmal hier außen rum. Lasst euch nicht einschüchtern. Hört auf mein Kommando und alles wird. Hallo, Herr Robert. Was ist los? Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Deshalb würde Sigismund bei Nacht auf Talmberg vorrücken. Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Scarlet eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Speer von Herrn Devisch sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Der Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Speer noch gesagt? Nicht viel, denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht, Sigismund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Wohl. Halt! Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welche Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier! Oh, du bist wirklich noch wach, Devisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich. Naja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Talmberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Rathay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Devisch. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich nochmal zurück nach Scarlet. Du bist wahnsinnig. Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Devisch, bitte sorge dafür, dass der Junge hier in Talmberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir von den Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen.
Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund. Und viel Glück. Richte an Hanusch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Habt ihr gehört, Leute? Abmarsch! Der Weg des Kachatai ist nicht mehr rein. So. Männer, heute Nacht verdreifachen wir die Wachposten. Teilt euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen, Würfeln also, oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Behaltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Siegeswund Speer. Und da er die Flucht jetzt gar nicht... So. Kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Herr Robert. Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab. Nicht dir wenigstens was anderes anzuziehen? Na. Robert, so halte auf dem Wehrgang Wache. Brauche ich ein Schwert für. Oh. Jetzt einfach nur eine gewisse Zeit hier ausharren oder warte mal noch die Fackel anzünden. Nehme ich die wieder weg. Kann ich wieder benutzen. Okay. Und man hat nicht nur eine Fackel, sondern auch mehrere Fackeln. Hier ist schon jemand. Hallo. Rüstig. Hier darf ich wieder nicht hin, ne? Oh doch, ich gehe jetzt zur Wache. Ich darf jetzt hier. Nein, hier darf ich nicht hin. Okay. Wir sollen hier ein bisschen Wache schieben. Haben wir noch was anderes zu tun? Halte auf dem Wehrgang Wache. Nö, mehr muss ich bisher nicht machen. Wo will der zu mir? Hi! Du läufst herum wie ein verlorenes Schaf. Deine erste Wache, hm? Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. Zeit überspringen. Drücke T und lege fest, wie viel Zeit du überspringen möchtest. Pass jedoch auf, Möglichkeit zum Hunger nehmen, weil du das überspringst zu. Warte bis morgen. So, an die Mauer lehnen, T drücken und warten. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Zum Morgen, also. Vielleicht dann 6 Uhr. 3 Stunden Wartezeit. Doch, morgen. Also morgens früh. Sonst müsste ich ja, was weiß ich, 18-Stunden-Schicht machen oder wie. Auf die Außenmauer. Was ist los? Hallo? Was ist hier los? Los, ich bin schon da. Ja. Auf die Außenmauer. Okay. Hä? So hell war es doch gerade doch gar nicht. Ach, nicht schon wieder. Uns wird es wie den Scarlet Sun ergehen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Sieh nur, wie sich dieser selbsternannte König die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Ach, die sollten wir vorher mal ein bisschen sprechen. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird.
Sei gegrüßt, Herr von Thalmberg. Das ist er. Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr, oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Marquard von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen, und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen? Indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Marquard. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thalmberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thalmberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Thalmberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. Ich würde behaupten, irgendwas stimmt mit diesem Herrn Ratzig nicht. Oh, die Elf, oder greifen die an? Okay, wir gehen. Mein Herr, du hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Robert. Also im Moment passiert ja noch sehr, sehr viel mit Cutscenes und so weiter, ne? Oh. Also es passiert noch sehr viel mit Cutscenes. Das wird sich sicherlich, hoffentlich, im Verlauf des Spiels ändern. Ich würde das jetzt auch nicht unbedingt begrüßen, wenn... Jetzt sind alle schon weg, schade. Wenn das Dreiviertel des Spiels so aus Cutscenes bestehen würde, das glaube ich aber auch nicht. Was ist unsere Aufgabe jetzt? Questlog. Sollte deine Liebsten in Scarlet. Beschaffe dir ein Pferd. Okay, ich beschaffe mir ein Pferd und bestatte meine Liebsten in Scarlet. Hoffe, dass da keiner mehr von diesen bösen Menschen ist. Oh. Gott sei mit dir. Brechen. Okay, das machen wir irgendwann anders. Ich könnte einen Happen vertragen.
Kann ich bei dir was zu essen kaufen? Gütiger Gott, was ist mit deinen Kleidern? Wenn du überfallen wurdest, solltest du es melden. Okay. Kannst du mir sagen, mit wem ich hier Handel treiben kann? Alle haben nur das mitgenommen, was sie tragen konnten. Aber mir scheint, Votava, der Teichwart, lässt sich nicht mal von Sigismund bei seinen Geschäften stören. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Der Kerl ist dünn wie eine Bohnenstange. Okay, dann werden wir den mal aufsuchen. Kornspeicher. Was ist denn der Kornspeicher eigentlich? Ist der im Inneren oder eher nicht so? Also hier ist das Bett. Aber hier gibt es auch ein Pferd, theoretisch. Kann ich denn mit dem sprechen? Nee. Pferd haben. Aufsitzen und stehlen. Stehlen. Edibisch Pferd. Olena, aufsitzen. Ah ja, das ist mein Pferd, Olena. Alles klar. Was ist das? Ich will das öffnen. Was ist da drin? Hallo, servus. Stallmeister. Ich will jetzt hier gerade nochmal gucken, Handel treiben ist sicherlich nicht verkehrt. Ich habe auch Hunger, wie es mir scheint. Da, ich glaube, das ist da. Sattheit 40. Erstmal nochmal ein bisschen Käse. Jetzt habe ich keinen Hunger mehr, wie es scheint. Ein bisschen Käse gegessen. Heulager. Holzlager. Gelobt sei Jesus Christus. Leider nein. Gott behüte dich. Gott. Oh, Entschuldigung. Kann ich mit dir Handel treiben? Nein, das sind alles nur normale Dorfbewohner. Dünn wie eine Bohnenstange sollte. Ah, Votava, da. Gelobt sei Jesus Christus. Genau. Handeln. Können wir handeln? Mal. Wenn du Geld hast. Tja, Karte. Mensch, ich habe leider nicht so viel Geld, aber wird schon reichen. Also, ich hätte gerne andere Klamotten hier beschafft, aber leider ist das nicht so der Fall. Naja, das ist alles dreckig. Gucke ich mal, ob ich mich gleich ein bisschen säubern kann. Aber bei dir finde ich leider nichts. Ob ich hier irgendwo ein hier Wassertrog sich waschen. Du hast dich so gut gewaschen, wie es in einem Trog geht. Wie sieht das denn jetzt aus? Sieht besser aus, ja, als vorher auf jeden Fall. So, dann wollen wir uns mal auf unser Pferdchen begeben und Richtung Skalitz ziehen. Auf unsere Olena werden wir uns setzen. Ich habe übrigens mal tatsächlich nachgeguckt. Es wurde ja hier jetzt des Öfteren schon von diesem Havel von Waldeck gesprochen. Es bezieht sich tatsächlich, als kleines Randwissen, tatsächlich auf das Waldeck, wo ich ungefähr herkomme. Das ist ein Ort, so, würde jetzt schätzen, so 15 Kilometer von mir weg. Fürstentum Waldeck ist es. Und ja, als kleine Randnotiz. Kann ich hier nicht raus? Verdammt! Halt dich von Menschen fern, wenn du nicht weißt, wie man reitet, du Hornochse! Entschuldigung. Muss ich jetzt doch erst mit Herrn Robert hier unten reden? Na gut. Dann machen wir das doch als erstes. Hallo, Herr Robert. Beste Grüße. Ich muss mal Skalitz. Weshalb griff Sigismund Skalitz an? Was hat Sigismund vor? Und was weißt du über die Kumanen? Erstmal habe ich nichts. Also, es ist nichts wichtiger, als dass ich nach Skalitz muss. Herr Robert, ich muss nach Skalitz. Herr Robert, ich muss nach Skalitz. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein.
aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Ja. An meiner Stelle würdest du aber dasselbe tun, Herr Robert. Herr, meine Eltern liegen dort. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Was würdest du an meiner Stelle tun? Tut mir leid, Junge. Du wirst warten müssen, bis sich alles beruhigt hat. Vielleicht ändert dein Herr seine Meinung noch. Ah, was hat Sigismund denn vor? Was ist denn Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf, allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Wenn ich jetzt wüsste, wo Kuttenberg ist, ne? Gut, wahrscheinlich fürchtete er die aufständischen Herren, weil das waren Aristokraten. Haben vielleicht ein bisschen was zu sagen, könnte ich mir vorstellen. Er fürchtete die aufständischen Herren in Kuttenberg. Weil sich die Herren dort gegen ihn auflehnen und seine Eroberung des Böhmischen Reichs hätten aufhalten können? Teilweise. König Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Okay, was weißt du denn eigentlich über die Kumanen? Woher kommen diese Kumanen eigentlich? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmerer sagte. Sie kamen wohl aus dem Osten nach Ungarn und ließen sich dort nieder. Es sind gottlose Barbaren und gnadenlose Krieger. Früher waren sich alle einig, dass die ungarischen Könige sie nicht verpflichten sollten, weil sie ehrlos sind. Aber wenn es um Macht und Geld geht, ist Ehre nur noch einen feuchten Dreck wert. Und glaub mir, es geht immer um Macht und Geld. Und weshalb griff Sigismund Skalitz jetzt eigentlich an? Weshalb brannte Sigismund Skalitz nieder und kam dann hierher? So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Wollen wir mal das Gespräch beenden. So, du hast gelernt, Jupst von Meeren. Ja, ist richtig. Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Bestatte deinen Liebsten in Skalitz, beschaff dir ein Pferd, verlasse die Burg. Okay. Ich möchte gerne die Burg verlassen. Beziehungsweise Tallenberg hier. Kann ich das jetzt hier machen? Hallo? Wenn ich mit dir spreche, ich möchte gerne hier raus. Beste Grüße. Ja. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Na klar. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Ey, zahlen kann ich nicht. Ich muss meine... Ja, komm hier, ey. Ich muss meine Eltern begraben. Wenigstens die Wahrheit, ne? Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen.
Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Was schwebt dir denn vor? Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich? Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Wenn ein Thallenberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lasse ich ihn natürlich raus. Ist doch klar. Na gut. Ich versuche etwas aufzutreiben. Dann wollen wir doch mal, beschaff dir eine Thallenberger Rüstung aus der Wachstube über dem Tor. Ja, mach mal doch. Gott behüte dich. Mein Pferd lassen wir mal so lange hier stehen. Das kriegen wir doch wahrscheinlich hin. Hier rechts. Müssen wir nur aufpassen, das ist ein privater Bereich. Was? Rüstung. Dumpfe Gefühl, dass wir hier gleich erwischt werden. Hier oben Rüstung. Karla Eschenbogen. Nehme ich mit. Wenn du etwas stiehlst, lass dich dabei nicht erwischen. Nee, mach ich nicht. Alles gut. Nur für den Fall der Fälle, ne? Hier ist es nicht mehr privat. Muss ich ja wahrscheinlich tatsächlich irgendetwas austruhen oder so stehlen, Leiter benutzen. Bevor ich mir hier wieder einen Fuß breche oder so. Bestimmt hier drinnen. Los knacken sehr leicht. Du hast keinen Dietrich. Hier irgendwo ein Dietrich her? Elen. Die Tür zu. Kann ich nicht hier stehlen? Wo stand das? Stehlen. Okay, war nix. Hallo, Herr Dibbisch? Ich geh schon. Tschüss. Da steht der auf einmal neben mir, Alter, finde. Ja, wir müssen da nochmal gucken. Wahrscheinlich in der nächsten Folge. Hallo, Herr Dibbisch. Oh, mit dir kann ich nicht reden. Wahrscheinlich in der nächsten Folge. Weil wir an dieser Stelle diese Folge jetzt beenden werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da. Und eine Bewertung, wenn ihr Bock drauf habt. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder am Start, wenn wir wieder Kingdom Come Deliverance spielen. Bis dahin. Tschüsselü.